Hallo Leute und willkommen hier bei Mir AppleCat. Heute sprechen wir über die Apple Watch Serie 5. Ja, nach knapp 2 Monaten Nutzung will ich euch jetzt mal sagen, was ich von der Serie 5 halte, ob das Upgrade von der Serie 3 für mich sinnvoll war und wieso allgemein die Erfahrungen sind. Akkulaufzeit, Always-on-Display. Tja, und die ganzen Geschichten, die sonst noch neu sind. Eine kleine Kaufberatung gibt es auch noch dabei. Also kommt mal mit rüber in die Nahaufnahme. So Leute, dann lasst uns mal reden. Nur ihr und ich und ganz offen, ohne groß Speck-Geplappere, sondern ganz ehrlich, was halte ich hiervon? Ist das ein sinnvolles Upgrade und welche Erfahrungen habe ich denn hier mit der Apple Watch Serie 5 gemacht? Ihr seht erstmal das Always-On-Display. Es ist, ja, wo ist es denn? Es ist eben nicht an. Ich habe es nämlich wieder ausgeschaltet. Ja, also da könnte man sich fragen, wieso das denn bitteschön? Ich kann es euch ganz einfach erklären. Man kann es ja jederzeit ein- und ausschalten. Ist ja auch eigentlich eine nette Sache. Und wenn ich ganz ehrlich bin, auch der Punkt, der mich zum Upgraden gebracht hat, weil ich dachte, Mensch, always on, das ist ja hier eine super Sache. Hier kann ich das einschalten, immer eingeschaltet, zack. Und dann habe ich das Always-On-Display wieder aktiviert. So ist der Schlafmodus. Und so würde es dann aussehen mit Always-On. Also da dachte ich, wow, das ist eine coole Sache. Endlich sieht man immer, auch wenn man zum Beispiel nur das Handgelenk irgendwo liegen hat oder die Uhr und muss nicht extra hier anheben, damit es dann wieder weiterläuft oder man überhaupt die Uhrzeit sieht. Das ist ein Dealbreaker. Das ist super. Das ist toll, dachte ich mir. Und bis zum gewissen Punkt. Ja, ist es das eigentlich auch? Es ist eine echt schöne Option. Für gewisse Situationen kann das auch wirklich praktisch sein, wenn man hier das Always-On-Display hat. Und viele Watchfaces sehen auch richtig toll aus im Always-On-Display. Zum Beispiel hier, das finde ich sehr schön. Also, wenn das in den Always-On geht, dann wird das so nett ausgeblendet, sieht echt schick aus und beim Wiederangehen werden dann einfach nur die Zahlen oder die Zahl hier richtig gefüllt. Aber ich habe es dennoch ausgeschaltet, denn mir ist da was aufgefallen. Ich bin da so ein bisschen, ich sag mal, ich werde leicht nervös, wenn der Akku schnell leer geht. Und der ist ja relativ schnell leer gegangen. Hier unten sieht man die Akkuanzeige. Das ist übrigens das Watchface, das ich meistens habe. Das mit den ganz, ganz vielen Komplikationen, wo man alles Mögliche sehen kann. Und ja, wenn ich dann pro Stunde gesehen habe, dass da irgendwie 3, 4, 5% weggegangen sind, ohne dass ich großartig was hier gemacht habe oder hier rumgespielt habe mit der Apple Watch, dann hat mir das nicht so gut gefallen. Vor allem, weil ich mir auch immer dachte, Mensch, jetzt hast du es zwar die ganze Zeit an, aber es ist unterm Hemd oder du guckst ja gar nicht drauf und ist eigentlich Energieverschwendung. Also, man kann es schon machen. Man kommt über den Tag, auch mit Always-On-Display aktiviert, kommt ihr problemlos über den Tag, aber ja, eben auch nicht weiter. Und das mag ich nicht so. Ich mag die Optik, ich mag, wie es umgesetzt ist. Ich mag, dass hier die Farben weiterhin zu sehen sind, wenn das Always-On-Display aktiv ist. Also gerade ist es das nämlich hier. Und jetzt tippe ich drauf und ihr seht, Sekundenzeiger wird eingeblendet und das Ganze wird ein bisschen lebendiger. Aber es braucht natürlich Strom, ist ja klar. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ding auszuschalten. Ganz am Anfang war auch die Akkulaufzeit echt nicht gut. Lag aber an der Software. Mittlerweile gab es einige Updates. Vom Akkuverbrauch her ist die jetzt voll im Rahmen. Ich war hier schon mit der Akkulaufzeit von meiner Serie 3, von der ich ja gekommen bin, zur Serie 5, war ich voll zufrieden. Also wenn ich die vollgeladen habe, dann habe ich hier fast 2 Tage schaffen können und war hier am Anfang echt enttäuscht, dass ich das hier eben nicht machen konnte mit der Serie 5. Die ist so schnell leer gegangen, da dachte ich echt, was ist denn da passiert? Also wäre ich doch besser hier bei meiner Serie 3 geblieben. Aber naja, im Endeffekt habe ich es dann doch nicht bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach den Updates und jetzt habe ich das Always-On-Display aus, hält die genauso gut wie meine Serie 3, vielleicht sogar einen kleinen Ticken länger. Ich kann es ehrlich gesagt nicht zu 100% sagen, denn ich habe so, ja, so ein bisschen komisches Ladeverhalten, sage ich mal. Ich lade die jetzt nicht über Nacht auf 100% auf, nehme sie dann runter, sondern ich bin eher der, ich habe hier mir noch so eine Schlaf-Tracker-App auch drauf gemacht, damit ich hier sehe, wie gut mein Schlaf war. Mal gerade schauen, ob ich die finde. Und deswegen habe ich die Uhr auch nachts immer an. Hier habe ich zum Beispiel die Schlaftracker-App, dort kann man das sehen. Ja, ich habe sie letzte Nacht nicht angehabt, okay. Ich gebe es zu, habe ich vergessen, aber normalerweise habe ich sie eben an und dann mache ich das so, ich lade die abends voll, aber nur so auf 80%, akkuschonend, ihr wisst schon, zwischen 20 und 80% wird der Akku nicht so sehr gestresst und verliert weniger schnell die Kapazität und dann lasse ich die einfach an.
Und dann habe ich dann am nächsten Morgen, habe ich dann von den 80%, sagen wir noch 65% etwa übrig. Mein Schlaf wurde getrackt und mit den 65 komme ich ja mal locker durch den Arbeitstag durch, bis ich dann abends um 6, nein nicht um 6, so früh ist es gar nicht, um 8, 9 Uhr dann vielleicht nochmal so weit bin, von meinen 80% so weit runter zu sein, vielleicht auf 30, auf 25 oder wenn ich mal ein bisschen Sport auch gemacht habe, habe hier den Sport getrackt, dann auch gerne mal auf 20 oder so runter und dann lade ich sie eben wieder mal auf. Ja, und wenn ich das mal vergessen habe, dann lege ich sie einfach morgens, während ich mich für die Arbeit fertig mache, kurz auf den Charger, halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann langt das schon dicke, um hier wieder durch den Tag zu kommen. Also, so ist eben da mein Nutzungsverhalten und mit der Akkulaufzeit bin ich jetzt echt zufrieden, kann sich wirklich sehen lassen. Aber wie gesagt, Always-on-Display, nice to have, man kann es machen, in besonderen Situationen sieht es wahrscheinlich auch schick aus, wenn ihr mal hier schön schick essen geht und ihr wollt, dass das aussieht, als hättet ihr eine richtige Uhr an, ja, dann macht euch hier so ein schönes Watchface, wo ihr wirklich dann die Uhrenzeiger seht oder wie das hier zum Beispiel, dann sieht das schon schick aus, also kann man nicht anders sagen, aber so für den täglichen Gebrauch, für mich, nö, brauche ich einfach nicht. So, da habe ich mich schon fast ärgern können, dass ich mir dann die Apple Watch Serie 5 geholt habe, dann hätte ich mir ja auch eine günstigere Serie 4 holen können, denn... Tja, was hat mich denn jetzt hier zur Serie 5 verleitet? Wie gesagt, ich hatte meine Serie 3. Das ist die hier, die schicke goldene, noch mit USA-Armband aus dem Urlaub. Und mit der war ich eigentlich voll zufrieden. Die war noch nicht langsam, die hat alles gemacht, was man so eigentlich möchte von so einer Apple Watch. Und sie hatte eben keine EKG-Funktion, aber ganz ehrlich, so oft nutze ich die jetzt nicht. Und was mich am meisten hat eben gestört hat, sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber wenn ich mal hier das Watchface ändere, dann kann man das natürlich irgendwo ein bisschen besser erkennen. Hier zum Beispiel, ja, das Display der Serie 3 ist eben noch das kleine, eckige, sage ich mal, Original Apple Watch Display und nicht hier das schöne, große Fullscreen Display der Serie 4 und der Serie 5. Und das hat mich bei der 4er ja schon deutlich gereizt, das schöne, neuere Display und hat mich aber dann noch nicht ganz überzeugen können, dorthin zu wechseln, also von 3 auf 4. Deswegen hat mich jetzt das Always-On Display verleitet, von 3 auf 5 zu wechseln und am Anfang dachte ich, ja, nett, aber war es das Geld wert? Im Endeffekt habe ich es dennoch nicht bereut, Freunde. Ich bin sehr zufrieden hier mit der Serie 5. Die ist schnell, da starten die Apps wunderbar, das geht alles flott und schnell von der Hand. Ist ein sehr, 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 sehr schönes Nutzungserlebnis. Auf jeden Fall die beste Apple Watch, die Apple je produziert hat, wie sie immer so schön sagen. Ist ja immer so. Ja, die neuere ist ja immer die beste, aber sie ist wirklich schnell, flott und flüssig. Das Display ist super, sie ist auch schön schlank im Vergleich zur Serie 3. Ja, das kann man jetzt hier schlecht erkennen, aber die Serie 3, die ist ein gutes Stückchen dicker und das merkt man auch im täglichen Tragen. Außerdem ist das Display größer geworden, 44 mm zu 42 mm hier bei der Serie 3. Und gerade wenn ich hier meinen Code eingebe, also das Passwort oder andere Dinge da rein tippe oder irgendwie benutze, das macht sich schon deutlich positiv spürbar. Also ich mag die Größe. 44 mm für mich eine optimal schöne Größe. Aktuell. So, aber was gibt es noch zu sagen? Ja, die ganzen Funktionen. Ich ziehe sie mal eben aus. Dann haben wir ja auch da nochmal den kleinen Unterschied hier auf der Rückseite. Die EKG-Funktion, also so sieht es aus, wenn man die Apple Watch wirklich viel trägt. Hier unten haben wir ja Keramik und ihr seht schon, das ist alles ein bisschen verschmiert, ein bisschen ja mit Creme, wenn ich mich mal eingecremt habe und so, aber das funktioniert alles trotzdem sehr gut und vor allem, es ist nicht verkratzt. Hier unten endlich Keramik bei jeder Apple Watch ab der Serie 4. Das war mal eine gute Entscheidung von Apple. Keine Kratzer, die Sensoren irgendwie stören im Endeffekt. Das finde ich super. Pulsmesser klappt prima. EKG klappt auch prima. Habe ich ein paar Mal ausprobiert. Die Sturzfunktion, die habe ich aktiviert. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Und wenn ich da mal böse hinfalle... Also die Sturzfunktion, wer es nicht kennt. Wenn die Uhr registriert, dass man gestürzt ist... Jetzt seht ihr hier nochmal die schönen großen Zahlen für den Code. Also wenn ihr gestürzt seid, ihr seid irgendwo gefallen, die Uhr spürt das oder kriegt das dann mit und fragt dann, ist alles okay? Und wenn ihr nicht antwortet innerhalb von einer gewissen Zeit, dann wird hier der Notruf und eure Notfallkontakte alarmiert. Ist eine super Funktion, automatisch aktiviert. Ich glaube so ab 60, 65 Jahre. Wenn man jünger ist, muss man das manuell machen. Habe ich gemacht, finde ich eine prima Funktion. Man weiß ja nie, für alle Fälle.
finde ich prima, gerade auch für ältere Leute. Dann hat mir auch hier sehr gut gefallen, das haptische Feedback. Wenn man hier die Krone dreht, dann kriegt man ja dieses Klickgefühl. Das hatte man hier bei der älteren Version gar nicht. Da hat man einfach nur gedreht und da hat nichts geklickt oder hat sich nicht so angefühlt, als würde was klicken. Das finde ich hier echt schön. Da hat man sich ruckzuck dran gewöhnt, wenn man durch Menüs irgendwie so durchscrollt und dann hat man eben dieses haptische Feedback. Ist auch kein Dealbreaker, aber es ist einfach schön. Fühlt sich besser an als zuvor. Ebenfalls besser ist hier oder sind hier die Lautsprecher. Hier an der Seite kann man die sehen. Die sind sowas von laut geworden. Ich habe die runterregeln müssen. Ich habe ja hier Siri aktiviert und wenn ich sie mal was frage, hey Siri, wie viel Uhr haben wir es denn? Es ist 16.38 Uhr. Da seht ihr, ich habe das jetzt so auf 70-80% runtergeregelt, weil die mich ja richtig angeschrien hat. Also die Lautsprecher sind echt schön laut, auch gerade wenn man mit der Uhr hier mal telefoniert, im Auto zum Beispiel. Prima Sache, kann man viel, viel besser noch verstehen, als das bei den älteren Modellen der Fall war. Auch hier war der Lautsprecher gut, aber hier ist er eben nochmal besser. Was mir ebenfalls gut gefallen hat, ist, dass man hier sein Band jetzt spezifisch auswählen kann, wenn man es direkt bei Apple bestellt. Deswegen habe ich mir hier auch dieses Sportloop-Band bestellt. Finde ich prima, habe ich seitdem die meiste Zeit dran gehabt. Sehr angenehm, sehr leicht und finde ich eine klasse Sache, dass man da jetzt viel, viel besser auswählen kann. Tja, und alles in allem bin ich zufrieden hier mit der Serie 5. Ich bereue es im Endeffekt nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das hier so betrachte, ich hätte das Upgrade eigentlich nicht gebraucht, wenn ich nicht so ein verflixter Nerd wäre und immer das Neueste gerne haben möchte. Natürlich wäge ich auch immer vom Preis ein bisschen ab, aber ja, es hat mich dann eben nach 2 Jahren doch dahin gerissen, aber ich wäre mit der Serie 3 bestimmt auch noch gut 1 bis 2 Jahre ausgekommen, bis die mal durch Updates irgendwie zu langsam geworden wäre. Das will ich damit sagen. Wer jetzt also auch überlegt, soll ich upgraden oder nicht, dann und ihr habt noch eine Serie 3, dann würde ich sagen, ja, wenn du unbedingt ein größeres Display möchtest, EKG möchtest, Falldetektion möchtest und so ein bisschen haptisches Feedback, Always-on-Display, dann ja, wenn du aber mit der Serie 3 eigentlich noch zufrieden bist, dann absolut nein. Oder wenn es dir nur um das größere Display geht und gar nicht um das Always-On-Display, dann hol dir doch eine Serie 4. Die ist quasi fast identisch, gleicher Prozessor und da gibt es kaum Unterschiede und da kriegt man echt stellenweise richtig gute Deals schon bei der Serie 4. Dann kann man auch getrost zu der greifen, wenn man sagt, piep auf, das Always-On-Display brauche ich eh nicht. Also, wenn ihr mal einen guten Deal seht für die Serie 4, könnt ihr auch bedenkenlos noch kaufen, meiner Meinung nach. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr kommt. Ich glaube, nicht allzu viel. Wahrscheinlich das Schlaftracking wird dann noch eingeführt werden. Mal schauen, ob Apple noch was anderes im Petto hat. Aber da kann man sich auch gut hier diese Drittanbieter-Apps runterladen. Die tracken euren Schlaf mit der Apple Watch auch schon echt gut. Also ich bin damit ganz zufrieden. Wer jetzt noch eine ältere Version hat, Serie 2, Serie 1, oh, Leute, updaten, absolut. Die Dinger, die sind nicht mehr so ganz zeitgemäß, die sind ein bisschen langsam geworden und da werdet ihr auch hier mit den neuen Größen ein richtiges Aha-Erlebnis kriegen. Also wer noch älter als Serie 3 hat, updaten, upgraden, auf jeden Fall. Ab Serie 3 würde ich mir das genauer überlegen. Wenn eine Serie 4 hat, nee, auf keinen Fall hier ein Upgrade machen. Es sei denn, ihr seid so bekloppt und wollt hier 479 Euro nur für das Always-On-Display bezahlen. Ja, dann gerne. Apple wird sich nicht beschweren, aber braucht man wirklich überhaupt gar nicht. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen, Freunde? Nö, eigentlich nicht. Das ist hier meine kleine Kaufberatung für euch gewesen. Also genau überlegen, ob ihr das braucht, eine neue Uhr oder eben noch keine neue Uhr. Ich sag mal, die kann man getrost 3 bis 4 Jahre lang tragen, so eine Apple Watch, wenn man damit immer noch zufrieden ist und nicht immer das aller Neueste haben will. So, ich werde euch das Ganze hier unten bei Amazon verlinken, die Serie 4, die Serie 5, vielleicht auch die Serie 3. Wenn ich die da noch irgendwo finde, dann könnt ihr mal die Preise vergleichen, die schwanken immer. Manchmal bekommt man bei Amazon richtig gute Deals hier für die Serie 4. Allerdings, ja, ich kann es jetzt nicht so richtig festlegen, es schwankt eben in den Preisen. Schaut einfach mal rein, wenn ihr eine sucht, einfach mal reingucken. Manchmal kann man da echt einen guten Deal absahen. Tja, Leute, ansonsten wäre es das, glaube ich, schon gewesen. Mehr habe ich hier nicht mehr zu berichten von der Serie 5. Ich bin damit sehr zufrieden, werde auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr upgraden. Vielleicht übernächstes Jahr mal schauen, ob Apple da so viel Tolles, Neues zustande bringt, dass ich sage, ja, Freunde, das muss ich unbedingt haben. So,
Also, ich mache jetzt nochmal kurz ein EKG. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne hier unten in den Videokommentaren. Ich bemühe mich dann, die zu beantworten, Freunde. Und ansonsten wünsche ich euch viel Vergnügen mit der Apple Watch, die ihr habt, oder mit der, die ihr euch vielleicht kaufen wollt. Ja, also, ihr habt jetzt meine Meinung gehört. Ist nur meine Meinung. Und sagt mir einfach mal eure Meinung. Ihr könnt kommunizieren, alles unten in den Videokommentaren. Bis dato sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ist wieder viel, viel zu lang geworden. Ich bin eine echte Laberbacke geworden. Aber wer durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Und schönen Abend, schönen Tag, schönen Nachmittag oder wann auch immer ihr das schaut. Bis dann, macht's gut.